Jojo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier vom Daily Shop. Und heute mal mit ziemlich vielen coolen Neuerungen. Und zwar erstmal ganz kurz vorweg, gibt es jetzt das neue Starter-Pack. Das kommt heute raus. In manchen Regionen auf der Welt ist das bereits verfügbar. Aber auf jeden Fall wird es sich für alle auch im Laufe des Tages heute freischalten. Ich glaube, auf der PlayStation kann man das halt jetzt schon bekommen. Die PC-Spieler und anderen Spieler müssen halt noch ein bisschen warten. Aber das wird heute im Verlauf des Tages halt freigeschaltet werden. Das ist auf jeden Fall das Cobalt-Pack. Ich blende euch mal ein Screen ein, wie das ausschaut. Das wird 5 Euro kosten, also 4,99 Euro wird es hier im deutschen Raum kosten, und man bekommt diesen ziemlich nice Kobalt-Skin, dazu noch den Backpack und 600 V-Bucks, also im Grunde zahlt man ja halt schon für die 600 V-Bucks 5 Euro, und dementsprechend sind Skin und der Backpack eigentlich fast kostenlos, also ziemlich nice Pack, so viel schon mal dazu. Und Leute, dann gehe ich direkt mal hier auf den Item-Shop, denn er ist endlich da, der Taxifahrer-Skin ist raus, richtig geiler Skin für 800 V-Bucks, auch sehr, sehr cool, werde ich gleich nacheinander zeigen. Dann fangen wir erstmal an mit der linken Seite, dort haben wir endlich wieder diese Pest-Skins drin, die ich ziemlich feier. Schon als sie das erste Mal rauskam, habe ich gesagt, boah, die gefallen mir. Auch der Backpack hier von dem männlichen Skin sehr, sehr cool. Der weibliche Backpack, den finde ich nicht so nice. Dafür finde ich den Skin ein bisschen cooler. Dazu haben wir dann noch die Hacke, den Heroldstab. Genau, mit diesem Sound und noch das Lampenlicht für 800 V-Bucks. Dann kommen wir schon zum zweiten Slot, und zwar zum Highlight des heutigen Tages. Dort haben wir den neuen Taxifahrer-Skin drin. So schaut er aus, der Ben. Richtig geiler Skin. Ich zeige ihn mal hier von allen Seiten. Der gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Für 800 V-Bucks ein super guter Preis. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, der weibliche Skin, der war auch schon alleine ultra beliebt. Richtig cooler Skin auch. Und jetzt gibt es den quasi noch entmännlich. Das Set wurde also erweitert. Und ja, finde ich richtig nice. Den Skin werde ich mir auch direkt hier holen. Und ich werde ihn auch gleich einfach dreimal an alle meine Abonnenten verlosen. Das heißt also, falls ihr den Skin hier komplett kostenlos haben wollt, müsst ihr einfach nur ein Abo da lassen und mir ein Foto davon schicken, wie ihr Snoxy als Creator eingetragen habt. Also geht kurz in den Fortnite-Shop, tragt dort Snoxy ein, klickt auf den Taxifahrer drauf, hier auf diesen Skin. Und dann seht ihr hier mit diesem Kauf unterstützte Snoxy, das steht hier unter dem Skin dann drunter. Und davon macht ihr einfach mit eurem Handy ein Foto und schickt es mir auf Instagram. Auf Instagram heiße ich Snox, also wieder ohne das ihr Ende dran. Einfach nur eine private Nachricht mit dem Foto schicken oder mich auf dem Foto markieren. Das ist auch kein Problem, falls ich eure Nachricht nicht lese oder noch nicht angeschaut habe. Ihr nehmt automatisch am Gewinnspiel teil, also keine Sorge. Ihr könnt es auch gerne per E-Mail oder per Twitter einschicken, das ist gar kein Problem. Auf jeden Fall, alle Leute, die das bis heute Abend machen, können dann den Taxifahrer-Skin hier gleich dreimal gewinnen. Also ja, nehmt gerne teil, falls ihr den Skin haben wollt. Dazu gibt es, wie gesagt, dann noch den Boxenstopp-Skin für 800 V-Bucks. Ein ziemlich geiler Skin. Auch der wurde ja extrem gerne gespielt und ja, ist auch zu Recht einer der beliebtesten Skins in Fortnite. Dazu gibt es dann noch die beiden weiteren Items, die ich persönlich eher nicht so feiere. Das ist einmal die Siegesrunde für 500 V-Bucks mit diesem Sound. Fand ich jetzt irgendwie noch nicht so überzeugend. Und den Taxigleiter für 500 V-Bucks. Ja, den finde ich in Ordnung. Ich würde sagen, passt auf jeden Fall zum Set. Aber jetzt so besonders krass finde ich diesen Gleiter jetzt persönlich nicht. Die Skins sind auf jeden Fall halt richtig nice. Deswegen kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Da kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Dort haben wir erstmal das wahre Herz drin. Die Musik ist auf jeden Fall richtig nice. Dann haben wir noch die Überlebenskünstlerin drin für 1200 V-Bucks. Passend ja auch gestern zum Jolly Roger Gleiter. Ja, finde ich in Ordnung. Ich bin jetzt nicht so der größte Piraten-Fan. Dann haben wir noch die Siegerehrung drin. Man bekommt so ein paar Rosen zugeworfen und steht im Rampenlicht. Dann haben wir noch den Hyperion-Skin drin für 1200 V-Bucks. Noch den Schneidezahn für 800 V-Bucks. Und im letzten Slot des heutigen Tages dann den stabilen Flug für 500 V-Bucks. Die letzten drei Items, ja, sind in Ordnung, würde ich sagen. Keine schlechten Items, aber so besonders krass würde ich sie jetzt nicht empfehlen. Aber ja, falls sie euch gefallen, kann man da auf jeden Fall zuschlagen. Jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wenn euch das Video gefallen hat, hier lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren und auch gerne Snoxy als Creator eintragen, um... Oh Gott, mein Wecker! Es ist 4.30 Uhr in der Nacht, Leute. Ja, falls ihr mich unterstützen wollt, dafür, dass ich in der Nacht aufstehe, könnt ihr gerne Snoxy als Creator antragen. Und wenn ihr mir dann heute noch ein Foto schickt, wie ihr das hier beim Taxifahrer-Skin eingetragen habt, dann könnt ihr den Skin heute komplett kostenlos gewinnen. Also, ja, macht das gerne schnell. Selbst falls ihr das schon mal gemacht habt, einfach nochmal neu teilnehmen. Einfach nur Snoxy neu eintragen und dort, ja, mir ein Foto von schicken. Geht ganz schnell. Und ihr könnt auch gerne, wenn ihr kein Instagram habt, per E-Mail oder Twitter teilnehmen. Und wie gesagt, ist auch nicht schlimm, falls ich eure Nachricht nicht lese, ihr nehmt automatisch teil. Jeder kann natürlich gewinnen. Und jo, dann habt ihr auf jeden Fall einen schönen Tag. Ihr könnt jetzt noch rechts im Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also top oder flop. Und dann hören wir uns morgen wieder zum nächsten Daily Shop. Vielleicht heute zum nächsten Video noch. Ich habe schon an einem ziemlich aufwendigen Video gesessen. Also vielleicht kommt das heute. Wir werden sehen. Und ja, bis dahin. Macht's gut und haut rein. Tschüss.